Hier möchte ich aber nochmal darauf pochen, dass der Prozess, der Weg das Glück ist, ja, und nicht das letztliche Ziel, weiß ich nicht, das Unternehmen in Umsätze in Millionenhöhe zu machen, sondern dass es darum geht, den Prozess, den Weg dahin zu lieben. Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Eine Solo-Folge, die ich jetzt gerade aufnehme aus Düsseldorf, denn mein Bruder heiratet morgen und ich bin total aufgeregt und dachte mir aber, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, all meine Aufregung und meine Euphorie in diese Podcast-Folge zu stecken. Und es soll heute darum gehen, also beziehungsweise will ich mich mit der Frage beschäftigen, warum tust du das, was du tust, wenn du also zum Beispiel ein eigenes Herzensprojekt hast, dass wir uns nochmal genauer anschauen, warum du das tust und ob da vielleicht eine gewisse Sehnsucht hinterliegt, also ob das wirklich aus deinem Herzen kommt, dass du das kreierst. Oder ob da vielleicht eine Sehnsucht hinterliegt, eine Art Mangel. Und ja, warum beschäftige ich mich viel damit? Ich habe zuletzt in einem Buch gelesen, dass wir ja alle irgendwo, oder beziehungsweise generell, wenn wir uns viel mit uns selber beschäftigen, Startupper sind oder Gründerinnen, Gründer oder Unternehmerinnen, Unternehmer, dass wir oftmals Zielen hinterherrennen, dieses und jenes noch erreichen wollen. Und hier möchte ich aber nochmal darauf pochen, dass der Prozess, der Weg das Glück ist, ja, und nicht das letztliche Ziel, weiß ich nicht, das Unternehmen in Umsätze in Millionenhöhe zu machen, sondern dass es darum geht, den Prozess, den Weg dahin zu lieben. Und wenn mich jemand fragt, also, warum machst du alles so mit Leichtigkeit, dann ist das sicherlich einer der Tipps oder wenn ich mich mal wirklich reflektiere, wo meine Leichtigkeit herkommt, kommt daher, dass ich nicht natürlich mir Ziele setze, aber dass ich mich nicht so versteife auf diese Ziele und erst dann bin ich glücklich und erst dann erfreue ich mich daran, sondern dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt an meinen Startup CapsKeeper denke, wir launchen ja jetzt am 20. November, da sind unsere Ketten da und können endlich bestellt werden, mit der eigenen Herzensintention befüllt werden. Und wenn ich daran denke, gestern hatten wir echt so ein paar Themen, herausfordernde Themen, und ich habe nur zu einer Freundin gesagt, das macht so viel Spaß, auch wenn das gerade mega herausfordernd ist, keine Ahnung habe, wie das und das gerade zu lösen ist. Ich finde, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und das zeigt mir, dass ich ja dahinter ein großes Warum habe, dass ich das nicht nur tue, um etwas zu erreichen. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich das, sage ich mal, neben meiner Startup-Schule noch mache, dass da jetzt kein Druck hinter ist. Druck kreiert nämlich oftmals Mangel. Kein Druck hinter ist, ich muss jetzt so und so viel Umsatz damit machen. Also auch da mal zu gucken, kannst du vielleicht verschiedene Einkommensquellen generieren. Du sollst natürlich einen Fokus haben, aber es gibt immer die Möglichkeit, einen Cashflow zu generieren. Vielleicht ist es sinnvoll, ich glaube, es heißt so eine Daumenregel, dass die erfolgreichsten Menschen 7 verschiedene Einkommensquellen haben. Muss jetzt nicht direkt sein, ja, aber dass du schon mal guckst, hey, wo kann ich Cashflow generieren? Wenn du noch im Job bist, zu sagen, hey, ich bleibe im Job, reduziere vielleicht erstmal und meine Selbstständigkeit, mein Business, mein Startup mache ich nebenbei, ja. Das ist alles möglich. Also, ich habe also gemerkt gestern, dass ich das mit einer Riesenfreude mache, dass ich den Prozess liebe und nicht nur das Ergebnis liebe. Und jetzt einfach auch mal zu gucken, wenn du jetzt gerade merkst, ja, ich renne da irgendeinem Ziel wieder hinterher, einfach mal dir mit einem Mitgefühl zu begegnen, zu sagen, hey, das ist okay. Warum? Weil wir Menschen sind so ausgerichtet. Wir sind es gewohnt, zwischen einem Hier und Jetzt, also der Person, die du hier im Jetzt bist, und einem Ziel und einem Objekt zu trennen, ja? Also wir sind das gewohnt. Und wir haben viele Sehnsüchte und im Geist, sage ich mal, und dadurch, dass wir das Hier und Jetzt und das Zielobjekt trennen, entsteht eine Entfernung, ja? Also zum Beispiel, heute sehne ich mich, morgen oder in einem Jahr oder am Ende meines Lebens erfüllt sich diese Sehnsucht. Das ist ja im Prinzip, vom Verstand her wissen wir ja, das ist Quatsch, aber ganz tief im Innern haben wir alle eine Sehnsucht nach irgendwas, ja. Und wenn du dein Business jetzt mal anguckst, mal guckst, frag dich vielleicht jetzt, mach ruhig mal Stopp, geh mal in dich und frag dich gerade, also es muss nicht dein Business, es kann irgendwas sein, ja, dass du jetzt mal in dich gehst und dich fragst,
denke ich, dass ich erst glücklich bin oder erst erfüllt bin, wenn sich das und das realisiert. Und das ist auch in Ordnung, ja, weil dann ist das eine gewisse Sehnsucht. Und jetzt ist die Sache, dass wir uns mal angucken, wie kannst du denn damit umgehen? Weil Sehnsüchte sind immer, sage ich mal, Sehnsüchte sind ja immer verbunden mit einem Mangelzustand. Und wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir aus der Fülle kreieren, aus der Fülle heraus kreieren. Das heißt, weil wir, sage ich mal, das nicht mit einem Um-Zu verbunden ist. Ich mache mein Business, um glücklich zu sein, um das und das in mein Leben zu ziehen, sondern ich mache das aus einem Mangel heraus, weil es einfach mir Freude, Erfüllung bereitet. Ja? Und diese Sehnsucht, die möchte ich mir halt mal genauer angucken, diesen Mangelzustand heute mit euch. Ja? Also vielleicht auch mal nochmal tiefer aufzudecken, warum tust du das, was du tust. Und wenn du jetzt merkst, nämlich am Ende der Folge, hey, ich mache das irgendwie, weil ich denke, dadurch bin ich glücklicher, weil ich denke, dadurch habe ich das und das und dadurch bin ich freier, dadurch kriege ich mehr Anerkennung, I don't know, dass du das nochmal hinterfragst und wahrhaftig mit deinem Herzen prüfst, wie kann ich jetzt mit dieser Sehnsucht umgehen, mit diesem Mangel und vielleicht auch das ein bisschen zu drehen, vielleicht nochmal zu gucken, wo kann ich noch Stellschrauben drehen im Business, wo kann ich nochmal in eine andere Richtung gehen, wo das, was ich tue, wirklich aus dem Herzen kommt. Ja? Genau, die Erfüllung der Sehnsucht, die passiert nämlich immer im Jetzt. Also immer deine Möglichkeit, deine Sehnsucht zu erfüllen, liegt immer im gegenwärtigen Augenblick. Wir gucken immer so viel in die Zukunft. Und da möchte ich dir jetzt an die Hand geben, wie du das für dich lösen kannst, ja? Also erstmal reinfühlen, gucken, wirklich mal sich auch zu trauen, diese Sehnsucht zu spüren, ja, in der Gegenwart. Also anstatt sich immer nur zu sehnen nach etwas, sich mit etwas zu identifizieren, dem Business-Ziel, den Millionen umsetzen, kann ich nämlich der Sehnsucht bewusst und aktiv einen Platz in meinem Herzen geben. Und zwar, indem ich prüfe, was sie braucht. Vielleicht braucht sie irgendwie Anerkennung, vielleicht Respekt, vielleicht auch Erlaubnis, vielleicht Raum. Oder vielleicht muss ich auch einfach ihre Erfüllung für möglich halten. Ja? Also vielleicht ist noch ganz tief in dir drin das Gefühl oder der ist vielleicht der Gedanke, der Glaubenssatz gespeichert, Millionenumsätze kann ich gar nicht machen. Und deswegen ist eine Sehnsucht und ein Mangel auch sehr, sehr hilfreich, ja. Wenn jetzt alle sprechen davon, ich bin in der Fülle, ich bin total glücklich, dass du dich jetzt nicht schlecht fühlst zu sagen, ich sehe mich aber nach ganz vielen Dingen, sondern sag, hey, das ist jetzt ein Signal für mich, da darf ich jetzt genauer hingucken. Also der Mangel, etwas ist nicht vorhanden und wir sehnen uns danach und auch dieser Mangel darf wahrgenommen werden, ja. Und das heißt nicht, dass wir den Mangel, also den Mangelzustand, ich habe etwas nicht, ich besitze etwas nicht, dass wir das einfach so annehmen als Tatsache, sondern dass wir unser Herz dem Gefühl des Mangels öffnen. Und dann, genau in diesem Augenblick, wenn wir das hinbekommen und diesen Mangel ganz bewusst auch annehmen, dann passiert Erfüllung. Ja? Und das ist das Spannende. Vielleicht kennst du das, dass du dich irgendwie schon lange nach etwas sehnst, diesen Mangel dann einfach wahrnimmst, beobachtest und du kennst ja den Satz von mir, wenn du dein altes Ich beobachtest, wenn du dein eigenes Ich beobachtest, deine Gedanken, deine Gefühle, dann bist du schon nicht mehr das alte Ich. Das heißt, da klärt sich schon wieder ganz, ganz viel. Also wenn du magst, kannst du jetzt gerade mitmachen, einfach mal die Sehnsucht, den Mangel, das, wonach du dich sehnst, körperlich auch zu spüren. Ja? Auch mal gucken, wie spielt sich das in deinem Herzen an. Und was braucht dieser Zustand von dir? Irgendwie Respekt, Raum, eine Erlaubnis oder willst du einfach gesehen werden, ja? Vielleicht auch eine Stimme bekommen, vielleicht darfst du darüber sprechen. Und vielleicht darfst du auch diesen Mangel dahinter spüren, ja? Einfach mal zu gucken, was ist es denn? Wo sehe ich denn eine Trennung, ja? Noch von mir und dem Ziel? Und du kannst dir auch mal wirklich vorstellen, um das Gefühl wirklich stark zu machen. Also es ist jetzt mutig, was du machst, ja, aber um das Gefühl wirklich stark zu machen, auch mal dir vorstellen, du würdest dieses Business-Ziel zum Beispiel oder das Ziel, was du in deinem Leben erreichen möchtest, nie erreichen. Und wie fühlt sich das an? Spür mal deinen Körper, deinen Atem und kannst du das alles auch zulassen, mal diesen Mangel zu spüren, ja? Und was jetzt passiert ist, diese Identifikation mit der Idee des Mangels löst sich auf und stattdessen bekommst du ein Gefühl für den Mangel. Und wie fühlt sich das an und was braucht das? Spür da mal rein, gerne jetzt oder auch gleich. Und
dann entsteht meistens auch irgendwie ein Schmerz, also ein darunter liegender Schmerz, ja. Vielleicht eine Angst davor, nicht anerkannt zu sein, wenn du nicht dein eigenes Geld verdienst, wenn du nicht viel Geld verdienst, ja. Und was jetzt passiert dort im Inneren, weil du guckst ja jetzt genauer hin und du weißt ja, das Innen kreiert das Außen, dass wenn du immer in diesem Mangel sein wirst, dann wird sich das, wenn sich das nicht löst, dann wird sich das auch nie in deinem Leben zeigen, ja. Und in deinem Inneren findet jetzt die Erfüllung statt. Und erst dann kann sie auch im Außen erscheinen. Das heißt, jetzt mal zu gucken, wenn das alles, ich sag mal, wenn du dir das jetzt alles mal genauer angeguckt hast, dich damit vertraut gemacht hast, dann passiert nämlich etwas, und zwar du öffnest dich für die neuen Möglichkeiten. Du bist, ich habe das in einem schönen Buch gelesen, das heißt Aufwachen und Lachen, dass wenn du dich diesem Mangel öffnest und auch mal spürst und dem Mangel im Herzen Platz gibst, dass du dann wie ein leeres Gefäß wirst, das einfach gar nicht anders kann, als zum Gefäß zu werden, das bereit ist, gefüllt zu werden mit etwas. Also entsprechend dem Naturgesetz der inneren Welt, ja? Dass du das dann auch in dein Gefäß reinziehst, ja? Und das finde ich jetzt ganz spannend, vielleicht auch dieses Gefäß füllst mit der Freude am Prozess. Also, wenn du jetzt merkst, boah, da ist dieser Mangel und ich kreiere da gerade aus dem Mangel raus, weil ich anerkannt werden möchte, weil ich so gut sein möchte wie XY, weil ich es meinem Vater, meiner Mama beweisen will, ja, dann das liebevoll anzunehmen, Platz zu geben in deinem Herzen, spürend, wie sich das innerlich löst, und dann ist das Gefäß frei und offen für die Freude am Prozess. Du identifizierst dich jetzt nicht mehr mit dem Mangel, sondern du nimmst ihn einfach wahr. Und das ist ganz, ganz spannend. Also das ist wieder eine Folge jetzt, die sehr tief geht, wo du auch wirklich mutig sein darfst, hinzuschauen und dir wirklich mal klar machen, wo kommt der Gedanke, ich habe etwas nicht, ich habe XY noch nicht. Und das auch einfach mal, dieses Gefühl, was durch diesen Gedanken produziert wird, das wahrzunehmen. Genau. So, und dann bist du wahrnehmender, und das ist sowieso immer gut, sich nicht kontrollieren zu lassen. Wir sind ja Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens. Dich nicht kontrollieren zu lassen von Gefühlen, Gedanken, von dem, was wir so programmiert haben in uns. Und dann werden wir zu Wahrnehmenden, die sagen, hey, ich nehme das Gefühl wahr, ich nehme den Gedanken wahr, aber ich bin nicht das Gefühl und der Gedanke. Und dann kann ich Erfahrungen, jegliche Art der Erfahrung, anders wahrnehmen als bisher. Und du bist dann auch viel, viel offener für jede Art von Erfahrung. Beobachte das mal, dass auch die Herausforderungen, die jetzt im Businessaufbau oder in jeglichem Lebensbereich, dass du die ganz, ganz anders wahrnimmst, die Erfahrung, und dass die ganz anders wird. Und vielleicht ist das dann auch so, dass du dieses Ziel, das und das unbedingt haben zu müssen oder das zu bekommen, dass du das vielleicht gar nicht mehr so unbedingt brauchst, dass sich das auflöst. Und dann bist du wirklich in der Fülle, und dann eines Tages lebst du in die Erfüllung deiner Ziele rein. Ja, sehr philosophisch am Schluss, aber hat mir sehr viel Freude bereitet, die Folge, weil ich das irgendwie total spannend finde, so dieses, wenn dass ich ja oft, so oft gefragt werde einfach, natürlich, was ist das Geheimnis deiner Leichtigkeit, und dass dir das also so viel Freude bereitet, und dann sage ich, ja, das ist die Freude an dem, was gerade ist. Ich lebe im Hier und Jetzt, auch nicht immer, ja, aber sehr, sehr, sehr viel, und hole mich da auch immer wieder rein und prüfe das Warum, wo ist noch ein Mangel, wo kann ich wieder in die Fülle kommen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren, und ich werde mich jetzt mal in die Vorbereitung der Hochzeit begeben. Ich freue mich über Feedback, gerne auf Instagram oder gerne hier auf iTunes. Ich freue mich immer über Bewertungen, dass noch mehr Menschen vom Startup-Schule-Podcast erfahren, und ja, happy day, alles, alles Liebe.